Was war's? Die Jahre sind ab. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Leute, pünktlich zum Jahresende dachte ich mir, komm, da machen wir doch mal so ein Haartransformationsvideo. Mittlerweile lasse ich diese Haare jetzt schon fast seit anderthalb Jahren wachsen. Bei den Ausschnitten habt ihr sogar mein allererstes Video gesehen. Ich blende es euch nochmal ein. Das war tatsächlich am 7.7.2015. Dort habe ich ein Salzspray getestet. Hatte auch noch so eine total alte Kamera und so. Ich verlinke euch das Video ganz gerne mal in die Infobox. Von euch lang ersehnte Review zu einem Salzspray-Produkt. Und zwar habe ich mir krass zu sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Ich hätte total gerne noch Aufnahmen aus den Monaten 6, 7, 8 und 9 euch gezeigt, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, 50, 60 Videos mit Mütze gemacht, weil die Übergangszeit einfach echt hart ist. Dann kann ich euch da draußen noch nur empfehlen, wenn es nicht mehr geht, Leute, zieht euch einfach eine Mütze auf. Wie gesehen, anderthalb Jahre fast die Haare wachsen lassen. Es ist wirklich ein harter Weg, aber die Frage Nummer 1, die euch natürlich stellt, wie lange willst du noch wachsen lassen? Ich habe tatsächlich auch in den letzten Monaten alles gehört, du siehst aus wie ein Löwe, du siehst aus wie Tarzan, du siehst aus wie eine Elfe. Ja, und klar ist das natürlich Geschmackssache. Ich habe für mich gedacht, ey, ich würde gerne einmal im Leben lange Haare haben. Weißt du, jeder zweite läuft mit kurzen Haaren rum. Ich habe Bock für mich mal was anderes auszuprobieren. Mir ist es natürlich relativ egal, ob Leuten das gefällt oder nicht. Mir gefällt das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen noch mit am Start ist, wer überhaupt gedacht hätte, dass ich so lange wachsen lasse. Ja, die Frage der Frage ist, wie lange lässt du es noch wachsen? Bis jetzt ist, ich denke bis zum Sommer 2017, als ich 2015 angefangen habe, hat mein Mitbewohner immer Witze gemacht. Ja, Sommer 2017 hast du erst lange Haare. Jetzt ist gar nicht mehr so lange hin. Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel, Sommer 2017, und dann schauen wir mal weiter, wie die Madde dann aussieht. Wenn jetzt noch jemand dabei sein möchte, ja, für die Trendfrisur 2017, die definitiv lange Haare ist, lasst alles wachsen. Also ich hatte auch vorher einen Undercut. Ich bin sozusagen mehr oder weniger mit einem Undercut gestartet. Oben irgendwie, keine Ahnung, 5 cm, Seite war relativ kurz. Ich habe dann alles gleichmäßig wachsen lassen. Das ist dann echt eine richtig schwierige Zeit. Am Anfang ist es noch ganz cool, weil ich muss sagen, mir gefällt der Undercut, wenn die Seiten länger wechseln. Also wenn der Undercut sozusagen rauswächst. Ich mag die Frisur persönlich sehr, sehr gerne. Ja, habe ich nicht gemacht. Ich glaube, ich war einmal beim Friseur, habe ein bisschen die Seiten machen lassen. Aber das würde ich jetzt niemandem empfehlen. Ich würde einfach alles wachsen lassen. Komplett, meiner Meinung nach. Dann musste ich mich natürlich auch umstellen. Man sieht es auch, ich habe die Haare frisch gewaschen. Erstmal damit klarkommen, wie lange man auch damit beschäftigt ist, zu föhnen und sowas, kannte ich vorher nichts. Aufgestanden, Haargel rein, fertig war die Kiste. Ich mache die Kiste gleich nochmal eine Stunde klar. Ja, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, ich brauche nicht lange im Bad. Ich benutze hier gar kein Shishi. Bei mir geht Haarwachs rein, fertig. Ich bin es nicht gewohnt, meine Haare zu föhnen. Jetzt mittlerweile sitze ich da 15 Minuten, bin da irgendwie am Rumföhnen. Danach sieht es immer noch alles scheiße aus. Und ich wasche meine Haare nicht mehr so. Früher auch wirklich jeden Tag, komm, das gute Schau mal rein, einfach waschen. Mittlerweile versuche ich das tatsächlich nur so alle 3 Tage. Man hat mir gesagt, es soll nicht so gut für die Haare sein. Aber ich mache das immer so nach Gefühl und gucke halt so, ja, sieht halt noch gut aus, fallen die Haare schon raus, ist noch alles in Ordnung. Tipps, lasst alles wachsen, besorgt euch auf jeden Fall eine gute Mütze, habt Durchhaltevermögen, es ist nicht einfach. Da kann ich jeden da draußen nur motivieren, ja, wenn du noch deine Haare lang wachsen lassen willst, ich mache es auf jeden Fall auch. Gerne markiere mich mit dem Hashtag ThatsMeCrew, mache ein Foto von deiner Frisur. Und wenn ihr Bock habt, ja, ich weiß ja, dass ihr so gerne eure Meinung sagt und ihr könnt eure Meinung in die Kommentare schreiben. Haut auch wieder alles rein wie Löwe, Elfe und du siehst aus Mizzet. Ist gar kein Thema, aber ihr könnt ja einfach mal schreiben, seid ihr für oder gegen lange Haare? Ja, das lege ich euch mit ans Herz. Macht es nicht für andere, sondern macht es für euch. Wenn ihr Bock habt, ein Ziel zu erreichen, euch irgendwie irgendwas zu machen, dann macht das. Und wer noch nicht weiß, was er Silvester anziehen soll, gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben. Dann werde ich nochmal ein Silvester-Outfit spezial machen. Also welches Outfit solltest du am besten tragen zu Silvester? Perfekt gedressed ins neue Jahr zu rutschen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten, ich hoffe, dieser kleine Rückblick, diese kleine Transformation hat euch gefallen. Ihr seht, Leute, für mich auch ein langer Weg, ist nicht einfach, aber er bringt auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich auf das kommende Jahr, aber wir sehen uns auf jeden Fall vorher noch. Ich denke, so bei so ein paar Daumen nach oben, dann gibt es nochmal ein Silvester-Outfit. Mein Name ist Marc, bis zum nächsten Video. Peace.